Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Der Prophet alayhi salat wa salam sagte: Man ahabba sunnati fakat ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wer meine Sunna liebt, der liebt mich. Und wer mich liebt, der wird mit mir im Paradies sein. Deswegen ein Zeichen, dass wir den Propheten wirklich lieben und dass wir Allah lieben, ist, dass wir dem Propheten folgen. Allah sagt in Surah 3, Vers 31: Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Also Mohammed soll sprechen: Wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben. Und deswegen möchte ich euch heute 8 Sunnen, also 8 Sunnataten vom Yomul Jum'ah, vom Tag des Freitagsgebetes erklären, beziehungsweise kurz euch aufzählen. Am besten macht ihr euch eine Liste, dass ihr versucht, das abzuhaken an jedem Jum'ah. Und ihr sagt das dann auch noch anderen weiter, damit wir die Sunna so weit wie möglich verbreiten. Denn das ist etwas, was wir tun können. Wir haben es mit so vielen Traumtänzern zu tun, die über große Probleme reden, aber die es noch nicht mal schaffen, die kleinen Sachen zu schaffen. Es ist ganz klar, wenn du kleine, und wenn du sogar mit solchen Sachen kommst, ja, so kleine Sunnen, wie zum Beispiel parfümieren, Zähne putzen, etc., am Yom al-Jum'ah, Salawat über den Propheten sprechen, dann sagen sie: Haben wir keine wichtigeren Themen heute in der Umma? Das Problem ist, Allah gibt Baraka für die Umma, wenn die Umma, also für die islamische Gemeinschaft, wenn sie der Sunna folgen. Allah gibt Segen darin. Und es gibt eine Regel, eine logische Regel: Wenn du keine kleinen Veränderungen bei dir selber schaffst, wirst du auch keine großen Veränderungen für die Gesellschaft hervorbringen. Es ist ganz klar. Es ist ganz klar. So, deswegen zähle ich euch das kurz auf. Erstens, Russel. Ganz Körperwaschung, Bad, Dusche am Yom al-Jum'ah. Okay? Zweitens, Surah al-Kahf lesen, die 18. Sure. Und hier habe ich schon mal gehört von jemandem, der erzählt hat, das muss man bis zum Jumu'ah-Gebet gelesen haben. Das stimmt nicht. Bis zum Ende des Tages kann man das gelesen haben. Nummer 3, parfümieren. Und am besten mit Parfüm, wo kein Alkohol drin ist. Und hier habe ich ein Leckerchen. Könnt ihr es riechen? Warte mal. Riecht mal. Ach nee, die Handys haben ja noch keine Geruchsdings. Bestimmt irgendwann kann man bestimmt auch über die Handys riechen. Aber das hier ist sowas von lecker. Ich bin noch mal gar nicht so ein Parfüm-Fan, aber Alhamdulillah. Nummer 4, Zähne putzen. Nummer 4, Zähne putzen. Nummer 5, Salawat. Dass man sagt, Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und so weiter. Übrigens, was macht man beim Khutbatul Jum'ah, wenn der Imam sallallahu alaihi wa sallam sagt? Oder wenn er den Namen des Propheten erwähnt? Sheikh al-Albani sagt, man sagt gar nichts, weil der Prophet alaihi salatu wasallam ja gesagt hat, wenn jemand zu seinem Bruder am Yom al-Jum'ah sagt, sei leise, also der will Gutes gebieten, weil der gerade laut ist neben dem Jum'ah-Gebet, fakat laraut. Der hat schon unbedachte Rede geführt, das heißt, man soll gar nichts sagen. Aber Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin, die sagen, man sagt dann sallallahu alaihi wasallam leise für sich. Also nicht so wie in manchen Moscheen, der Imam sagt sallallahu alaihi wasallam und dann sind alle sallallahu alaihi wasallam, sondern in sich selber, leise. Okay, dann, man soll früh zum Jumu'ah-Gebet gehen, das ist das Beste. Nächste Sache, Dua. Dua, die letzte Stunde vom Asr, von Asr, also die letzte Stunde vom Maghrib, ist inshallah die Stunde, wo die Dua erhört wird. Und glaubt es mir, ihr wünscht euch vielleicht so viele Sachen, nutzt diese Chance. Dua, Dua, Dua. Ad-Dua huwa al-Ibadah. Die Dua ist die Ibadah, sagte der Prophet. Und Nummer 8, versuchen die schönste Kleidung anzuziehen. Wenn man sich in diesen kleinen Sachen Mühen gibt, ihr werdet sehen, es gibt viel Segen ins Leben. Das sind meine Worte von heute. Und noch etwas, was ich sagen wollte. Beim Jumu'ah-Gebet, weil ich heute sind mir einige Brüder aufgefallen, beim Jumu'ah-Gebet nicht reden. Nicht reden. Solange noch nicht Ikama gesagt wurde, nicht reden. Der redet mit dem und der begrüßt den. Und das ist, sobald man die Khutba hört. Sobald man die Khutba hört. Nicht erst, wenn man sitzt. Sobald man in der Moschee, sobald man die Khutba hört. Wallahu a'lam. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم